Arafat ist hier. Bushido wurde gerade wieder angesprochen. Ich will wissen, wer wollte zu ihr gehört? Ah, es gab einige Künstler, die du gesagt hast, die wollten gerne zu ihr, weil ich hatte ja Gasmin dir vorgeschlagen. Ja, aber also... Gab es denn wirklich Rapper, die heute richtig am Start sind, die jahrelang irgendwie versucht haben, nach EGJ reinzukommen? Rin? Ja. Aber bestimmt wegen Shindy, war, weil die so connected sind, ne? Ja, deswegen wollte er unbedingt rein. Okay, krass. Weil man muss Hack geben. Bushido, du und das EGJ-Team früher, ihr habt das Monopol gehabt, ihr habt Kohle gemacht, ihr wart erfolgreich, kann man keinen absprechen. Bushido hat rasiert, ihr habt komplett rasiert mit EGJ und ich bin mir 100% sicher, da waren viele nach EGJ. Ja, auf jeden Fall. Aber Rin also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, Rin. Wie hieß der? Wer ist denn der? Was ich mal beiläufig mitgekriegt habe, Raf Camora? Der war 2006 bei uns. Raf Camora war cool damals mit Jacuzza und Busy Montana, nehme ich an. Gut, der war richtig gut mit, ist denn der Österreicher? Ja. Und aus dieser Connection wollte er dann rein? Damals. Ja. Aber damals hatte Bushido kein Interesse an ihm. Okay, krass. Aber wirklich, Raf Camora, muss ich ehrlich sagen, der hat wirklich... Der hat sich gemacht. Ausdauer. Also, der hatte so krasse Ausdauer, dass er irgendwann ganz später komplett rasiert hat. Ja. Also, er hat es bezahlt gemacht, ne? Sauber hat sich in dem Fall bezahlt gemacht. UFO. Ah, UFO, oder? Ja. Krass. Durch Erfan. Ah, okay. Der wollte uns den bringen. Da waren die, wie heißen die? Miami Yassin. Okay, das habe ich mal mitgekriegt beiläufig. Die kann, aber war das, stimmte das? Ja, Rolle. Aber war das richtig bei euch, bei dir und Bushido so auf dem Tisch richtig? So ja, Miami Yassin? Miami Yassin kam mit, wie heißt der kleinere? Despo? Ja. Oder wer? Das sind doch vier Stück. Ach so, die meinst du? Ich dachte, sein Partner. Miami Yassin, Suna, Nash. Er kam mit Nash. Wir waren bei uns im Büro. Miami Yassin und Nash. Miami. Nach seinem Hit oder bevor das? Genau, wo sein Hit rauskam. Okay. Krass, okay. Ja. Der war, Bruder? Der war schon, also Bushido war richtig, richtig krass geil auf den. Weil er hat gesehen, okay, wenn der so einen krassen Hit hat, kann man weitere Hits mit dem machen. Also geschäftlich gesehen. Ja. Yeah. Was ja auch nicht verkehrt ist von Bushido. Nein, das ist ja richtig. Ne? Und er hat eigentlich Interesse nur an Miami Yassin. Ja, mit Miami Yassin wollte er unbedingt haben und Miami Yassin wollte unbedingt schon unterschreiben. Der krass. Der hatte die ganzen Probleme mit den Dortmundern. Und ja, und da gab es ein bisschen. Ja, aber richtig. Nash hat gesagt, lass uns einen Tag überlegen, weil wegen Suna und AZ war im Knast. Ja, das weiß ich. Aber mit Suna zu der Zeit war ich sehr gut in Kontakt zu dem. Ja, genau. Und Miami Yassin hat uns erzählt, Suna hatte auch Interesse. Okay, ich kannte Suna nicht. Das war die Zeit, ich habe mit Suna damals geschrieben, ich glaube Suna hat dann, ich hatte mit Suna gesprochen. Das war 2017. Da hat Suna zu mir gesagt, kannst du mir einen Deal klar machen? Da habe ich doch Ganji angerufen. Da habe ich den Ganji gesagt, ey Ganji Bruder, ich habe hier einen, da ist Suna, der ist voll heiß. Der hat so, damals so ein Untergrundalbum gemacht. So, wie wär's, wenn du den signs und so? Was hat der Ganji mir gesagt? Bring mal seinen Kameramann, der macht geile Videos. Halbes Jahr später ist Suna durch die Decke gegangen. Dann ruft Ganji mich an, was ist mit dem? Ich so, Bruder, jetzt will er auch nicht mehr. Ja, natürlich, dann hat er selber das geschafft. Ja, und Miami Yassin wollte sofort unterschreiben. Da habe ich gesagt, weißt du was, weil die zusammengekommen sind, habe ich gesagt, fertig, aber überlegt euch das und dann sagt Bescheid. Mhm. Weißt du? Mhm. Ja, dann sind sie gegangen und dann ist ja alles den Bach hoch und runter gegangen und dann hat sich das eben... Das wäre eigentlich ein geiler Move gewesen, ne? Also ich KMN über erst guter Junge, Bruder, also, das wäre aber nicht KMN gewesen, das wäre Miami Yassin und Nash. Oder waren die KMN schon? Da waren KMN. Ach so. Also hättet ihr alle vier direkt gesigned? Wir hätten auch alle vier gesigned. Mit den Namen KMN? Ja. Naja, ist ja egal. Ja, wie die lustig sind. Und aber wie gesagt, Shindy hatte, der hatte eigentlich das Auge dafür, dass man expandieren müsste, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht immer nur diese Tour. 2016 kam auch Kapital zu mir. Okay, Kapi wollte selber zu EGJ? Ja, Kapi war 2016, kam er mit, wie ist der Mensch nochmal? Drillon. Grüße an Drillon an der Stelle. Und wir waren am Kudamm, da war Boxer da und Drillon hat ihn geholt und dann saß ich mit Boxer und Kapi hat mir so seine Songs gegeben, 2016. Hab mir die angehört und hab mit Boxer weitergeredet. Also, tut mir leid, du kannst nicht mal richtig Deutsch reden. Wallah, ist die Wahrheit. Also war vor sein Knall. Vor sein Knall. Aber er hat irgendwann mal den Nerv der Menschen getroffen. Ja, so und dieses... Und deswegen hat es gepasst mit ihm, aber... Ich habe ihm damals einen Korb gegeben. Okay, du hast ihm aber einen Korb gegeben, aber wenig später war er dann bei euch. Ein paar Jahre später. Da war ich weg. Ach, da warst du schon weg. Nein, stimmt. Ja, da warst du ja weg. Ja, aber letztendlich war er dann bei EGJ sozusagen. Aber ohne dich dann. Reden wir mal Tacheles. Ich sagte, wie es lief. Der hat, der eine Albaner, ich will nicht seinen Namen nennen, hat irgendwie die ganze Zeit mit Rillon und Co. gearbeitet. Dann hat er ihn gelinkt. Und Kapi, okay. Er kam ja auch zu mir. Ja. Für 250.000 Cash hätte Kapi unterschrieben. Okay, krass. Und ich habe Kapi gesagt, sag mal,
du bist ein gemachter Künstler, gehst irgendwo zu Sony. Kriegst du mehr. Genau, also was ist passiert? Eine gewisse Person, die jetzt gerade nicht in Deutschland lebt, Kapi geholt, weil sie den Albaner kannte, hat unterschrieben. Der Albaner hat teils sein Geld bekommen und die anderen haben Geld. Das war ein Geschäft, ganz einfach. Ja, Bushido soll nicht so tun, weil er so ein Star war, deswegen ist Kapi hingegangen. Das ist Quatsch, also Quark mit Soße. Also ich weiß noch, das sind doch mal Informationen, Kapi die ich ist, gerne höre. Ganz ehrlich, Kapi ist nur gegangen. Bushido hat sogar, wo er die unterschrieben, so richtig so, mir wurde es von einer Person, die da euphorisch, richtig, aber voll, ja. Weil er hat es nicht geglaubt. Du musst mir ins Bild bitte, schreibt der Mod. Er konnte es nicht glauben. Ja. Aber die Wahrheit, die haben mit Kapi Ping-Pong gespielt, weil der Albaner den Kapi unter Kontrolle hatte. Der Albaner hat Kohle bekommen, Kapi hat unterschrieben, Habib. Was? Okay, krass. Ja. Ich weiß noch, zu der Zeit, irgendwie, ich glaube, bevor er rüberkommt, ich habe auch in Berlin mit ein paar Schababs gesessen. Bro, Wallahi, das ist die Wahrheit. Ne? Und da kann er erzählen, was er will. Nee, ich war nicht Kapi selber, aber ich habe mit gewissen Leuten gesessen, die dann auch, die waren dann wohl nicht enttäuscht oder sauer auf den, aber dann wurde mir das von Kapi versprochen, das. Und dann wurden da voll die Sachen besprochen. Und dann habe ich noch gesagt, ey, lass den Jungen in Ruhe. Oder wir wissen doch alle, was Kapi für ein Problem hat. Der würde zu jedem sagen, ja, ich gehe zu dir. Ja. Aber ich gebe ja nicht mal Kapi die Schuld. Aber ihr wisst doch, was er vom Problem hat. Dass er nicht bei Sinn ist. Also okay. Nimmt doch nicht alles für bare Münze. Ja, zu der Zeit, ich. Stimmt oder nicht? Ja, das Ding. Ja, Reis, ich frag dich mal was. Wenn Michael Jackson kommt, stock besorgt, Reis, ich komme zu dir. Ja. Der Typ ist doch nicht bei Sinn. Ja, das Ding ist, du musst halt, bei mir musst du so sehen, zu der Zeit kannte ich ja Kapi nicht so gut. Ich habe ihn gerade erst kennengelernt. Das heißt, für mich war das ein ganz normaler Typ so. Und da habe ich da, weißt du, wie ich da gesagt habe, ey Jungs, Haram, so, lass den sein Ding machen, so, was wollt ihr jetzt den rippen oder so, ich weiß nicht mehr genau, das Thema, das war dann irgendwann schnell vom Tisch, weil er dann doch einen Deal hatte, aber die, so die ganzen Insider-Sachen, die du dann jetzt sagst, die weiß ich ja gar nicht dann. Da war ich ja nicht dabei. So, also meine Meinung ist, der größte Fehler ist, dass er sich von Team Kuku getrennt hat. Weil die haben, du musst dir vorstellen, Fundament hatten die. Genau, die sind zusammen groß geworden. Ja. Na klar hatte Kapi danach. Ein Durchbruch. Ja, 100%. Ich hab dir gesagt, er hat einfach den Nerv der Zeit getroffen. Genau. Wie jetzt Barello, Nerv der Zeit getroffen in TikTok. Ist so. Ja, Maniak, die Leute bringen eine Rose her. Ja, ganz kurz. Barello ist auch gut durch die Spuck. Ich muss auch wieder reingreifen. Ich mache immer meine Sachen so von Seite. Fitner. Barello. In Twitch. Barello. Management. No Was? Comment. Bis okay. Dazu äußere ich mich nicht, weil die Leute sollen weiter platzen. Tamam. Sollen die Leute denken, sollen platzen. Was immer sie wollen. Gute Frage, Gazi, an der Stelle. Mach bitte beim Thema Ding weiter. Du hast gerade was gesagt, aber da war Werbung wegen Kapi. Hast du gesagt, das ist genau so gewesen? Es ist so gewesen, weil der Albaner und Kapi saß bei mir im Büro. Ja. Und ich habe das Angebot ja selber auch bekommen. Okay. Okay. Und ich sage Kapi so, ich hab diesen Film nicht verstanden. Und da ging es um 250. 250.000? Das habe ich in Erinnerung. Da ging es auch um 250. Wallah, 250.000. Da sagt er so, da meinst du Kapi, aber warum willst du? Und dann sagt der Albaner, kann ich mal kurz mit dir reden? Dann bin ich mit denen rausgegangen. Bruder, aber das sind doch für mich und er würde doch 100% unterschreiben. Und ich wollte so einen Film gar nicht anfangen. Okay, krass. Ich habe dann Kapi gesagt, hör mal zu, ist mir egal, ich bin ehrlich zu dir. Du brauchst niemanden. Ich würde dir ans Herz legen, bleib bei Team Kuku. Ja. Wirklich, bleib da, weil du hast da mit denen angefangen. Komm, mach deine Sachen wieder sauber. Wenn nicht, können deine Eier zu egal welchem Major gehen. Die nehmen dich mit Kusshand. Mit was? Die lecken ihn seinen ab. Weil er war gerade der gehypteste Rapper. Ja, muss man voll ehrlich sagen. Ob man ihn feiert, oder ich mag zum Beispiel gar nicht seine Musik. Ist ja egal, ist ja Geschmackssache. Ja, aber egal. Aber er funktionierte. Auch wenn einer nicht rappen kann, er funktionierte. Er hat Platz 1, Platz 1. Und jeder wollte ihn haben. Ja, klar. Also ich sag dir ehrlich, mein Grundgedanke damals auch, mit dem ganzen Wechsel und so, jetzt nichts gegen EJ, ist egal, jeder will sein Business machen. Mein Gedanke war gerade wie deiner, Kapi Dicker, warum bist du nicht bei Team Kuku geblieben? Drillon, auch die anderen Shababs, King Khalil. Entschuldigung, ja. Das Ding in Lief. Ja, das wollte ich gerade sagen. Guck mal, die haben einen YouTube-Account aufgebaut. Über 1 Million Abonnenten. Du hast dann KA, du hast dann King Khalid, du hast einen Drillon, seine beiden Brüder, die wirklich nonstop machen. Natürlich weiß ich nicht, was da intern 100% abgeht. Aber nach außen war Team Kuku ein funktionstüchtiges Team. 100%. Die waren auf Tour, ich habe die auch auf der Tour besucht damals. Bruder, das war super krass. Aber jetzt ernsthaft, es ist ja ein Déjà-vu. Das Team EGJ hat ja auch funktioniert. Oder alles, was funktioniert auf einmal, durch irgendjemanden, dann bricht das und auf einmal. Und dann, egal wie es gebrochen ist, du hast ja gesehen, wie es untergegangen ist. Ja, genau. Ja, Hauke, sehr, aber ich, schade. Bei allem Respekt auch an Drilon und ich küsse deinen Augen, Bruder, man kann aber ein Team Kuku nicht mit einem EGJ-Label vergleichen. Ja. Ein EGJ-Label war ein Mythos, Bruder. Das ja, war ein, Bruder, EGJ war natürlich, Bruder, EGJ, der Unterschied zwischen Team Kuku und EGJ ist einfach auch die Zeit. Bushido. Ja, ja, eben. Die kamen zu einer Zeit. Wir kamen zu einer Zeit, wo auch manche Rapper auf Augenhöhe waren. Ja. Wirklich, aber du musst dir vorstellen, die haben auf Gangster gemacht. Bushido meinte zu uns, der hat das Naja gewinnt. Okay. So, und ihr habt durchgezogen.
Dann haben wir durchgezogen. Überleg mal, zu der Zeit habe ich ja mein erstes Album, ich bin Jesse James rausgebracht mit Bilal Bamgar und alle Mann waren da out, weißt du noch? Ja, oh, überleg mal, da waren wir noch voll Untergrund, da wart ihr schon am Start. 2009 habe ich ja mein erstes Album rausgebracht, auch mit, dann war auch schon jene WAZ-Clans und so. Durchbruch war Ende 2004, 2005 war Durchbruch. Das, ja, überleg mal, was für eine Zeit.